das wird heute mal was ganz Neues. Was Regelmäßiges. Hoffentlich. Was Lehrreiches. Okay, wir wollen es jetzt nicht so hochtrabend bringen. Auf jeden Fall will ich euch heute mal einen Tipp geben. Aber nicht nur heute. Am liebsten würde ich euch regelmäßig einen Tipp geben. Beziehungsweise Tipps geben. Denn da habe ich schon die ganze Zeit so ein paar Videoideen. So ein paar Tipps, die ich euch normalerweise immer zwischen den Videos gebe. Aber in einem separaten Video. Und am besten, wie ich schon gesagt habe, regelmäßig. Und ich denke, damit werde ich heute einfach mal spontan anfangen. Okay, so spontan ist es nicht. Ich sammle seit 2 Jahren, glaube ich, Tipps. Ich habe das auch sogar schon mal auf meinem Kanal gemacht. Es ist aber, wie gesagt, super alt. Auf jeden Fall werden wir heute mal mit dem Schleifen anfangen. Holzwerker, die kennen Schleifen auf jeden Fall, denn das muss man in der Holzwerkstatt super, super lange. Und auf jeden Fall kennt ihr bestimmt das Problem, wenn ihr mit einem Schwingschleifer auf ein Stück Holz geht und anfängt zu schleifen. Sau doof, habt ihr schon gesehen? Denn dieses Stück Holz hier wird immer auf einer Holzbank wegrutschen, weil es halt ein Schwingschleifer ist. Also suchen wir jetzt irgendwo hier in dem Chaos mal nach einem Handtuch. Okay, das ist ein Knüppel, ein Tacker, ganz viele Kreissägenblätter. Eieiei. Ha, da habe ich ein Handtuch. Als nächstes müssen wir einfach dieses Handtuch auf unsere Werkbank legen. Ich weiß, meine Werkstatt ist super unaufgeräumt. Ihr müsst es mir nicht sagen, weil ich es weiß. Auf jeden Fall können wir jetzt unser Holzstück auf diese Decke legen. Und jetzt können wir es einfach mal ausprobieren. Das Coole bei diesem Trick hier ist auf jeden Fall auch, dass ihr die geschleifte Oberfläche, die ihr jetzt ohne Probleme schleifen konntet, ohne dass das Holz wegrutscht, jetzt rumdrehen könnt und die andere Seite schleifen könnt. Wenn ihr das auf einer normalen Holzbank macht, dort habt ihr das Problem, dass wenn ihr das Holz rumdreht und da Dreck auf der Werkbank ist, ihr euch auch gleichzeitig hier diese frisch geschliffene Oberfläche verdrücken könnt. Und das ist natürlich super ärgerlich, speziell wenn es so der Endschliff ist, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein super, super geiler Trick und ich würde euch einfach mal empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Dann glaubt mir, damit funktioniert es ein gutes Stück besser. Vielleicht hat dir dieser Trick und dieses kurze Video gefallen und wenn ja, dann kannst du mir ja einfach mal deine Meinung in die Kommentare schreiben. Ab heute werde ich einfach mal versuchen, das Ganze wöchentlich zu machen und wenn du weitere Infos möchtest, musst du einfach mal warten, dann kommt bestimmt bald eine Folge Neuigkeiten. Wie gesagt, schreib mir einfach mal deine Meinung, wie du das Ganze findest, in die Kommentare. Das sollst du am besten einfach nur so als Zusatz sehen zu den regulären Videos. Und so würde ich bis jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.